euch und diese schöne Kombination. Die Ines hat, wie ihr gesehen habt, Qigong gemacht. Dabei geht es quasi darum, die Energien, die ja in jedem von uns vorhanden sind und in der ganzen Welt fließen, in Bewegung zu bringen, wenn ich das richtig sage, zum Fließen zu bringen. Und außerdem hat sie auch die Bilder, die man im Hintergrund projiziert gesehen hat, gemalt. Das war alles von der Ines. Und die Monika, den Powerplatz. Und die Monika ist in ganz Europa und auch teilweise Afrika unterwegs und gibt dort Workshops und Retreats und Fortbildungen im afrikanischen Tanz. Und sie hat auch Flyer dabei, wenn jemand interessiert ist, kann er sich gerne welche holen und mehr darüber erfahren. Wollt ihr vielleicht einen abschließenden Satz sagen?